Hello Freaks and Friends und willkommen zurück zu einem herbstlichen neuen Make-up-Tutorial hier auf meinem YouTube-Kanal. Ich freue mich riesig, dass ihr wieder mit am Start seid, dass ihr eingeschaltet habt und euch gedacht habt, Peggy ist am Start, da schauen wir mal vorbei, mal schauen, was die junge Zaubermaus wieder so Schönes kreiert hat für uns. Ja, dieses Video nennt sich Purish Neuheiten Full Face. Warum? Weil auf Purish zahlreiche neue wunderschöne Sachen eingezogen sind und die möchte ich euch hier heute in diesem Video nicht nur zeigen, sondern auch live mit euch ausprobieren vor der Kamera. Dieser Look ist am Ende bei rausgekommen. Ich bin sehr zufrieden damit. Ich habe einige Anmerkungen zu den Marken, zu den Produkten, die ich hier vor mir liegen habe und wenn dich meine Meinung dazu interessiert, dann bleib super gern dran. Wir fangen jetzt an. Let's go mit dem Video. So, Freunde der Sonne, jetzt reden wir mal Tacheles. Worum geht's denn jetzt hier eigentlich? Es geht um LH Cosmetics. LH Cosmetics ist neu eingezogen, eine Brand von Linda Hallberg. Ich liebe sie. Ihr habt sie, glaube ich, schon mehrfach bei mir in Erwähnungen gesehen auf meinem YouTube-Kanal. Ich folge ihr auch fleißig auf Instagram. Sie ist unglaublich inspirierend und kreativ. Ich mag einfach ihren kompletten Stil und ihre Looks. Und da schaue ich immer ganz fleißig, was da so Neues zu kaufen ist. Und ihre Marke LH Cosmetics ist jetzt auf Purish eingezogen. Ihr könnt mit meinem Rabattcode Peggy15 auch im November darauf 15% sparen. Aber nicht nur LH Cosmetics ist neu eingezogen. Es gibt zahlreiche andere neue Produkte, die ich euch auch zeigen möchte und in dieses Video integriert habe. Nichtsdestotrotz möchte ich euch noch folgende Hinweise geben. Im November erwartet euch am 11.11. zum Singles Day eine Special-Aktion auf Purish. Da könnt ihr dann 25% auf einzelne Kollektionen sparen. Um was es sich da genau handelt, kann ich euch zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht so genau sagen, glaube ich. Wenn ich es sagen kann, verlinke ich es dir natürlich in der Infobox. Auf diesen Tag lohnt es sich also vielleicht zu warten mit dem ein oder anderen Produkt, weil es darauf dann noch mehr Rabatt als jetzt schon gibt. Oder du wartest noch länger bis zur Black Week, die am 20.11. ab 18 Uhr in den Startlöchern steht. Und dann gibt es auch satte Rabatte auf richtig tolle und viele Marken. Es lohnt sich also im November immer mal wieder vorbeizuschauen bei Purish oder natürlich auch bei mir. Da würde ich mich auch sehr drüber freuen. Einen kleinen Hinweis möchte ich euch an dieser Stelle noch geben über meine Accessoires. Weihnachten steht ja bald an und vielleicht wollt ihr der ein oder anderen Person etwas Schmuck zu Weihnachten schenken oder euch selber verwöhnen. Das könnt ihr natürlich entscheiden. Ich trage meine geliebten Felicia-Kreolen, alles natürlich in Silber von Mein Punkt und eine neue Kette. Und zwar ist das die Kette Bella. Die fand ich mit diesen kleinen Anhängern hier sehr, sehr schmuck und vor allen Dingen einzigartig. Sowas habe ich noch gar nicht in meiner Sammlung. So Art, ja, so kleine Strahlen, so sieht das so aus, ja. Also sehr, sehr hübsch anzusehen. Und die hat mich jetzt neu erreicht, deswegen wollte ich euch die auch noch präsentieren. Und bei Mein Punkt gilt ja wie immer mein Affiliate-Rabattcode MorbusBlack. Damit könnt ihr die Versandkosten sparen und immer mal wieder vorbeischauen, denn die Rabattaktionen von Mein Punkt, die wechseln immer mal wieder im Wochentakt. Mal gibt es 20%, mal gibt es sogar 30%. Und was für Weihnachten ansteht, das weiß ich an dieser Stelle noch nicht. Aber ich halte euch da immer up to date in meiner Instagram-Story. Also falls du da noch nicht dabei sein solltest, würde ich mich sehr über deinen Besuch mal freuen. Genau, ansonsten würde ich sagen, schauen wir uns jetzt die Neuheiten an, die ich gerade schon angeteasert habe. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dem Make-up-Tutorial. Los geht's! Dann starten wir mal mit The Sponge von LH Cosmetics. Der hat eine ganz einzigartige Form. Schaut euch den mal an. Also habe ich so auch noch nie gesehen. Deswegen musste der auf jeden Fall einziehen. Der hat halt unten so einen ganz normalen, ja, eine ganz normale runde Form zum Auftragen von Make-up. Und oben, beziehungsweise da, wo ihr auch anfassen könnt, das mache ich ja jetzt gerade, da ist der so ein bisschen dünner geformt. Hat am Ende dann eine Spitze und auch noch eine kleine abgeschrägte Seite. Seht ihr auch gleich nochmal. Angefeuchtet habe ich mir den Sponge, ja, da freue ich mich kurz, weil es so gut funktioniert. Da seht ihr das nochmal. Angefeuchtet habe ich den Sponge mit dem Setting Spray von LH Cosmetics. Das eignet sich aber auch als Primer Spray oder als Feuchtigkeitsspray. Also das ist auch wieder multifunktional. Wir machen jetzt weiter mit dem nächsten LH Cosmetics Produkt. Und zwar hat mich hier das LH Cosmetics Infinity Filter Light Puder erreicht. Das ist ein Fixierungspuder und es soll einen matten, aber geblurrten Effekt hinterlassen und soll ein, ja, quasi Alive No Filter Filter sein. So steht es jedenfalls auf der Verpackung. Und wir wollen natürlich wissen, stimmt dies denn? Es kommt in verschiedenen Shades daher, aber nur eine kleine Farbrange habt ihr da zur Auswahl. Ich habe mich für die Farbe
Light entschieden und werde jetzt hier mal ganz vorsichtig ein bisschen Puder aufnehmen und mir das auf meinen Concealer verteilen, der ja bereits aufgetragen ist, aber noch nicht gesettet ist. Genau, deswegen bin ich gespannt, wie das Puder jetzt hier performt. Falls ich es noch nicht gesagt haben sollte, alle Produkte von Linda Hallberg, von ihrer Brand LH Cosmetics, sind vegan und cruelty-free. Da legt sie besonders großen Wert drauf. Und das kann ich natürlich nur unterstützen. Das finde ich sehr schön, wenn sich Creator das mit auf ihre Fahne schreiben. So, ihr Lieben, also Farbe sehe ich auf jeden Fall passt zu meinem Hautton. Habe mich also für die richtige Farbe entschieden. Und ich habe auch den Eindruck, dass es ein richtig gutes Fixierpuder ist. Es ist nämlich alles an Ort und Stelle fixiert. Wer hätte das gedacht? Genau. Ich werde mir jetzt noch meine restliche Base etwas fixieren. In diesem und diesem Bereich, weil ich ja da doch zu etwas mehr Glanz neige. Und dann machen wir weiter mit The Next Product. Das Puder mattiert auf jeden Fall. Also falls ihr ein neues mattierendes Puder sucht, was gleichzeitig auch die Poren blurrt, seid ihr mit diesem Puder auf jeden Fall auf der richtigen Spur. Der Blur-Effekt gefällt mir sehr, sehr gut. Meine Haut sieht besonders in diesem Bereich, wo ich vergrößerte Poren habe, sehr weich gezeichnet aus. Ja, also dieses Puder darf die Eigenschaften Alive Filter, was stand auf der Verpackung, auf jeden Fall tragen. Also ich bin überzeugt, der erste Eindruck ist sehr gut. Wir machen weiter. Ich brauche unbedingt etwas Farbe im Gesicht, würde ich sagen, oder? Oder wollen wir erst die Augen machen? I don't know. Ich würde sagen, wir machen erstmal hier ein bisschen Farbe rein. Also ich kann mich ja kaum ertragen. Und zwar hat Linda Hallberg auch verschiedene Face-Paletten, die ihr aber Multi-Use verwenden könnt. Und zwar spreche ich von diesen Paletten. Das sind ihre Infinity-Paletten. Das ist die Infinity Deep Palette. Die finde ich von der Optik allein schon her richtig cool, künstlerisch angehaucht. So ein bisschen, wie kann man dazu sagen? Das erinnert mich irgendwie an so eine alte Industriehalle. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich meine, aber ich glaube, das ist so ein bisschen Industrial Design. I don't know. Mir gefällt es auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und das ist, wie gesagt, die Deep Palette. Die gibt es auch nochmal in einer helleren Variante. Ich habe mich hier für etwas mehr Power in den Farben entschieden. Ich mag das einfach persönlich sehr gerne. Und hier ist auch ein Spiegel mit bei. Kann ich bloß immer positiv hervorheben. Bei diesen Produkten mag ich sehr gerne. Und ihr seht schon, diese Color Story schreit danach, dass ihr sie für verschiedene Zwecke einfach einsetzen könnt. Und zwar könnt ihr diese beiden Töne, fällt mir jetzt spontan einfach dazu ein, als Konturpuder oder als Bronzer verwenden. Der Ton könnte mir auch als Eyeliner zusagen, kann man aber auch als Lidschatten verwenden, ne? Die Töne natürlich auch. Oder auch der, das ist ein sehr schöner Transition-Ton. Diese Töne könnte ich mir sehr schön auf dem Auge vorstellen. Als Highlighter-Ton eignet sich der hier unten sehr gut. Hier ist auch Schimmer drin. Und den hier zum Beispiel als Blush. Der ist nämlich so semi-matt. Also es sind kleine Schimmerpartikel drin zu sehen, aber bei weitem nicht so schimmerig wie diese drei Töne. Ich blende euch auch nochmal Swatches an der Stelle ein, damit ihr euch einen besseren Eindruck verschaffen könnt. Wir machen natürlich jetzt mit diesem Schätzchen weiter und ich schnappe mir, der geht mir doch zu sehr ins Warme. Ich werde den hier verwenden als Kontur- und Bronzerton. Hier ist auf jeden Fall gut Pigment am Pinsel, also sehr schöne pudrige Texturen. Und ich bin jetzt mal gespannt, was der zaubert. Ob der nicht zu dunkel ist, aber ich denke mal nicht. Wir fangen mal vorsichtig an. Ja, man sieht ihn direkt. Also ich muss ein bisschen aufpassen. Das liegt mir. Der Ton hat einen schönen, aschigen, kühlen Unterton. Und das hat mich an dem so angefixt, dass ich den unbedingt als Bronzer- bzw. Konturton verwenden möchte. Und ich hoffe, das kommt durch die Kamera gut rüber. Der eignet sich wirklich sehr, sehr schön. So ihr Lieben, ich hoffe, ihr könnt das jetzt
hier gut sehen, was ich jetzt sehe im Spiegel. Mir gefällt dieser Ton unglaublich gut. Ihr müsst aber sehr vorsichtig damit sein. Also, falls ihr nicht zu viel Bronzer oder Contour haben wollt, dann müsst ihr sehr vorsichtig dort reingehen und mit weniger lieber anfangen und das Ganze dann aufbauen. Da ich aber ein Bronzer-Freak bin und das mag, habe ich mich ja auch bewusst für die Infinity Deep Palette entschieden. Die gibt es, wie gesagt, aber auch noch in anderen Varianten. Ich bin durch die anderen mal hier ein. Vielleicht ist dieses Farbspektrum ja nicht so euers. So, ihr Hübschen, als Blush entscheide ich mich aber heute für was anderes, außer diesen Ton hier zu nutzen. Das war kein gutes Deutsch. Mich hat nämlich noch was anderes erreicht, und zwar dieser schöne Blush von Sigma. Ich habe nichts von Sigma hier und ich dachte, es wird mal an der Zeit, diesen schönen Blush auszuprobieren, denn die Schönste der Schönen hat mich mal wieder angefixt. Betty Bean benutzt den in letzter Zeit sehr gerne für ihre Looks und das ist mir aufgefallen, positiv aufgefallen. Und ich dachte, ich habe bei Purish geguckt und dachte, ja, geil, den gibt es da sogar. Und das ist der Sigma Blush in der Farbe Bronze Star. Und man vermutet erst, dass der so ein bisschen mauve-rot-stichig aussieht, aber das tut er nicht. Der sieht doch eher bronzefarben aus. Ich zeige euch den mal mit Spiegel wieder. Und das ist die Farbe. Ich glaube, ihr wisst, was ich jetzt meine. Der sieht eher rosa-stichig aus, aber auf der Haut sieht er ganz anders aus. Sehr, sehr schön. Er hat Schimmer. Das habt ihr, glaube ich, auch gerade gut sehen können. Ich swatch euch den mal direkt, dass ihr euch davon auch nochmal ein Bild verschaffen könnt. Ultra weich, also man merkt einfach, wenn man da reingeht, Sigma schreit nach Qualität und das bekommt ihr halt auch. Und schaut mal, ich bin jetzt hier gerade ganz kurz drüber gegangen, ich mache es nochmal live für euch. Bumm, wie schnell das geht. Also das ist ultra weich, ultra angenehm auf der Haut, sehr schön pigmentiert. Und es macht einfach Spaß, sich mit den Produkten von Sigma zu schminken. Besonders die Pinsel stehen ja auch für Qualität. Und ja, ich liebe diesen Ton. Der hat so einen kleinen Roteinschlag, aber so ein schöner Herbstrotton. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Also ich finde, auf der Haut sieht der ein bisschen anders aus als im Fännchen und nicht so rosastichig. Und das gefällt mir daran sehr gut und den packe ich mir jetzt natürlich auf meine Wangen. Wisst ihr, was ich meine? Es ist einfach, man sieht einfach sofort gesund und munter aus. Das, was mir von Natur aus nicht gegönnt wurde, kann ich mir halt super schnell mit Bronzer und Blush ins Gesicht zaubern. Ich mag diesen Effekt einfach unglaublich. Ich schaue gerade nochmal, ob hier irgendwas Spezielles draufsteht. Er ist einfach formuliert für eine lange Tragedauer. Er ist ultra reichhaltig formuliert, sehr fein texturiert und blends like a dream. Das kann ich auch nur unterschreiben. Das konnte ich hier heute auch so feststellen. So, ihr Hübschen, ist eigentlich untypisch für mich, dass ich jetzt direkt mit dem Highlighter weitermache, aber ich habe gerade Bock darauf, also tue ich das auch. Und zwar ist wieder die Rede vom LH Cosmetics. Hier gibt es den Infinity Highlighter und den gibt es, glaube ich, bloß in einer Farbe. Das ist der Natural and Radiant Golden Glow Highlighter. Ich habe dazu schon ein Video gesehen von der lieben Easy vom Kanal Misolde. Das Video verlinke ich dir unten mal. Wenn du noch etwas mehr Inspiration möchtest zu den LH Cosmetics Produkten, schau super gern mal bei ihr vorbei. Und dieser Highlighter sieht so aus. Der kommt in so einer kleinen, ja, Plasteverpackung. Da kann ich auch gleich so ein bisschen, naja, so ein bisschen kritisieren. Also ich finde, das ist schon recht billig, die Aufmachung. Es ist halt wirklich nur eine kleine, dünne, sehr schlichte Plasteverpackung. Ich habe mir da ein bisschen mehr von erhofft für diesen Preis. Und das Fännchen ist auch recht klein, was mich persönlich jetzt nicht stört. Aber die Aufmachung an sich hätte schon etwas größer sein können. Für die Farbe spricht auf jeden Fall die Bezeichnung ein goldener, ja, Champagner Glow. Wir gehen da auch direkt mal rein. Die Textur ist wirklich sehr schön, sehr angenehm weich. Und wir schauen uns das Ganze jetzt mal zusammen an, wenn meine Kamera euch natürlich ranholt. Nee, aber ich glaube, sie ist gerade scharf. Man sieht den Highlighter nicht vom Mond aus, ne? Und das mag ich. Also das finde ich sehr, sehr schön. Ich habe das Gefühl, wenn ich hier so drüber gehe, es verschmilzt auch sehr schön mit der Haut. Das präferiere ich bei Highlightern. Ich mag das nicht, wenn man die aufträgt und es wirbelt der Glitzer überall hin. Es sei denn, man will mal richtig auf die Kacke hauen, ja? Aber ich habe jetzt hier speziell nach einem Alltagshighlighter gesucht und den habe ich hoffentlich mit diesem Highlighter gefunden. Und er enthält wirklich einen schönen, sanften, metallischen,
perlmuttartigen Schimmer. Ich hoffe, ihr könnt das hier in der Kamera ganz gut sehen. Den knalle ich mir jetzt auch direkt in die Larve, damit wir das mal beurteilen können auf der Haut, wie der da so performt. Genau, dazu schnappe ich mir wie immer, as always, meinen Highlighter-Pinsel von Nabla. Ich kündige ihn an, aber ich finde ihn nicht. Oh mein Gott, wo ist er? Er ist weg. Ah, er ist weg. Wo bist du? Ich habe den Schlingel entdeckt. Er hat sich gut getarnt. Ich liebe diesen Highlighter-Pinsel. Leute, schaut ihn euch mal an. Das ist der Highlighter Brush von Nabla. Das ist der beste Highlighter Pinsel, den es gibt, meiner Meinung nach. Und damit kommt jetzt die gute Luzi. Kein Spiegel drin, deswegen muss ich jetzt schon wieder umswitchen. Nervt mich schon extrem. Die gute Luzi kommt jetzt hier auf meine Lieblings-Highlighter-Stellen. Ja, also der ist auf jeden Fall sehr angenehm dezent und nicht in your face. Der sieht sehr, ich nenne es jetzt mal, erwachsen aus. Man kann ihn aber aufbauen, das merke ich gerade. Das versuche ich auch gerade mal, um zu schauen, was so geht. Ne? Aber den mag ich, den finde ich sehr, sehr schön. Der ist subtil, aber erst da. Seht ihr das, was der für einen schönen Healthy Glow zaubert? So stellt man sich doch das vor. Das ist halt auch das, was Linda Hallberg sehr mag. Und es ist natürlich auch nur logisch, dass sie dann auch dementsprechend ihre Produkte rausbringt. Ne? So ganz wichtig, ne? Das Lippenherz. Wenn das fehlt, Leute, dann ist euer Gesicht nicht gehighlightet. So. Schöne Milchnase, Milchbart ist am Start. Mir gefällt es sehr gut. Aber wie gesagt, ich hatte es ja schon etwas kritisiert. Die Verpackung gefällt mir nicht wirklich. Da habe ich mir mehr erhofft für den Preis. Der Highlighter an sich performt aber sehr gut in meinen Augen. Wir machen weiter mit den Augenbrauen. Da haben wir ein neues Produkt von Nabla am Start, ihr Lieben. Das Lift Fix & Brow Gel habe ich jetzt schon mehrere Wochen in Benutzung. Und ich mag es. Ihr wisst es vielleicht, falls ihr mir schon länger folgt. Wenn nicht, erzähle ich es euch gern. Entschuldigt bitte. Erzähle ich es euch gern noch einmal. Ich liebe ja das Laminationsgel von Merve in Kooperation mit Essence, seitdem diese Kollektion auf den Markt kam. Abgöttisch, das Zeug ist jetzt auch fast alle. Und ich suche noch einen Nachfolger. Hiermit habe ich ihn höchstwahrscheinlich finden können. Das popelt sich auch nicht so ekelhaft weiß ab im Laufe des Tages. Es hat eine sehr schöne Verpackung, wie ich finde. So ein bisschen perlmuttartig. Leute, es tut mir leid mit meinem Handy. Ich glaube, ihr könnt das ab und zu mal klingeln hören. Das Problem ist aber, wenn ich nicht erreichbar bin, würde ich die Krippe nicht hören von meinem Sohn, falls die anruft, falls irgendwas ist. Deswegen muss mein Handy laut sein. Genau. Seht's mir bitte nach. Das ist die Verpackung, so ein bisschen, nennt man das Holo? Holo-Effekt? Ich würde es schon sagen, so ein bisschen fliederblau schimmert das hier. Es ist lediglich Plaster, aber mir gefällt die Aufmachung sehr gut. Wenn ihr das Bürstchen dann hier rausholt, dann habt ihr so eine transparente Flüssigkeit, Gelflüssigkeit, so in flüssiger Gelform. So würde ich es formulieren, wenn ich die richtigen Worte finde. So, Kamera, es wäre jetzt cool, wenn wir hier mal zusammenarbeiten. Das ist ein Mascara-Bürstchen, wie ihr seht. Und damit fahrt ihr einfach nur durch eure Augenbrauenhaare. Ich lasse die heute auch so natürlich, wie sie sind. Das gefällt mir zurzeit sehr, sehr gut. Und kämme also meine Bürstchen durch damit. Meine Bürstchen? Na klar, Peggy. Ich kämme meine Bürstchen mit der Braue durch. Ja, ihr wisst, ne? Andersrum. So. Ich gehe jetzt also mit dem Gel von Nabla hier durch und ihr seht, ihr könnt das sehr schön definieren damit. Jedes einzelne Haar wird betont. Ich gehe da nochmal von oben so ein bisschen drüber, damit das nicht ganz so wild aussieht. Das mag ich persönlich nicht so, aber das ist ja ihr Geschmackssache, ne? So. So wie Gott sie geschaffen hat, bleiben sie jetzt. Und mir gefällt das Ergebnis sehr gut und vor allen Dingen auch der Halt. Ich mag die Applikationsform mit dieser Bürste sehr gerne. Das funktioniert sehr schön. Die ist sehr fein, die Bürste. Also, ihr könnt damit sehr, sehr präzise arbeiten. Brow Gel. Brow Gel. So, womit machen wir weiter? Ich würde sagen, wir kommen jetzt zum Thema Augen-Make-up. Aua, was war das? Ich sterbe.
Was ist denn hier eigentlich mit meiner schönen Kette? Man sieht die gar nicht. Oh Mann, ey. Gib mir immer so viel Mühe und dann sieht man den ganzen Kram ja auch nicht. Ich würde sagen, wir kommen jetzt zum Augen-Make-up. Genau. Damit machen wir jetzt einfach weiter. Ich habe zwei wunderschöne Paletten bekommen. Die eine ist wirklich recht neu. Jetzt eingezogen bei Purish. Ich rede von der LH Cosmetics Reload Palette. Die ist jetzt erst Ende Oktober rausgekommen von Linda. Das ist eine Color Story, die entspricht komplett dem Herbst. Schaut sie euch mal an. Ich war noch nicht drin, wie ihr seht. Ganz, ganz jungfräulich mit einem Spiegel und eine sehr schöne Color Story. Ich denke, die wird hier heute schön passen zum Look, den ich mir so vorstelle. Und dann haben wir noch eine ältere Palette von LH Cosmetics am Start, die Shimmer Saga. Die war auch sehr schnell ausverkauft, als sie bei Purish jetzt eingezogen ist. Kann ich verstehen, Leute. Die habe ich auch schon verwendet. Die enthält vier sehr, sehr schöne Glitzertöne. Also, es ist kein grober Glitzer, ne? Es sind eher gut pigmentierte und stark Es sind eher gut pigmentierte und stark texturierte Schimmer-Topper. Formulieren wir es so. Ich schau mal, was hinten drauf steht. Hier steht einfach nur Eyeshadow. Wir haben hier also eine Lidschattenpalette, aber es ist halt ein bisschen mehr, ne? Sie ist auch Multi-Use, also ihr könnt sie nicht nur für die Augen verwenden, sondern auch als farbigen Highlighter, wenn ihr Bock drauf habt. Oder im Sommer für eure Schlüsselbeine, um da einfach Akzente zu setzen. Also Linda, es ist halt wichtig, dass ihre Produkte für mehrere Optionen offen sind. Und dafür stehen ihre Produkte halt auch einfach. Ich habe was vergessen. Bevor wir in das Tutorial gehen, wollte ich euch natürlich auch noch die Reload-Palette etwas näher vorstellen. Ihr habt hier 1, 2, 3, 4, 5 matte Töne. Das sind diese Töne hier. Die sind matt. Und die hier, das sind Schimmertöne. Also ich bin mir gerade nicht sicher, ob da Duochromes bei sind. Ich glaube aber nicht. Das sind einfach nur metallisch schimmernde Lidschatten. Ich zeige euch jetzt mal Swatches an der Stelle. Falls ich mich also vermacht haben sollte, dann korrigiere ich das an der Stelle. Ansonsten bleibe ich jetzt bei der Aussage. Und jetzt setze ich auch das Vorhergesagte in die Tat um. Wir gehen jetzt ins Augen-Make-up-Tutorial rein. Na, das ist aber schön. Und zwar starten wir mit der Farbe Calm. Das ist dieser matte, beigefarbene Ton, also eine super Transition Shade. Der kommt mit einem fluffigen Blendepinsel komplett auf mein bewegliches Lid, in die Lidfalte und so ein bisschen darüber hinaus. Und jetzt kommt der Ton, der meinen Namen schreit. Silence heißt der. Das ist ein wunderschöner, grungy Grünton, so wie man sich so ein bisschen den vorstellt aus dem Urwald, finde ich. Der ist perfekt. Der kommt auf mein bewegliches Lid, schön großzügig, damit dieser Augen-Make-up-Look ja einfach so einen grungigen grünen Stich bekommt. Da der Ton so wunderschön ist, kommt er natürlich auch noch an meinen unteren Wimpernkranz mit einem kleinen Pencil-Brush aus meinem beliebten Augenpinselset von Alicia Marie und BH Cosmetics. Wundert euch übrigens nicht über die Hintergrundgeräusche, das ist mein Baby, was sich hier über den Tag freut. Genau, wir machen weiter mit Moss. Das ist ein metallisch schimmernder Lidschattenton. Moss schreit nach Grün, ja. Und der sieht auch einfach fantastisch aus. Er ist ein bisschen, na, wie soll ich sagen, also schwierig ist er nicht. Er lässt sich schon gut auftupfen, aber ich hatte schon bessere metallische Lidschattentöne. Am besten mit einem Primer drunter arbeiten und mit dem Finger. Dann lässt sich das ganz gut einarbeiten in die Haut. Und damit jetzt nichts schief geht, schnappe ich mir meinen allseits beliebten NYX Glitter Primer mit einem flachen Pinsel, verteile den dort, wo später dann der Glitter drauf soll, also die Mitte meines beweglichen Lides, und im Inner Corner Bereich. Denn jetzt kommen wir zu Crush, dem wunderschönen Ton aus der Shimmer Saga Palette. Entschuldigung. Und den packe ich mir jetzt auf die Mitte meines beweglichen Lides. Mit dem Pinsel ging das so semi-gut, deswegen habe ich dann meinen Finger genommen. Damit ging es optimal. Ich hatte keinen Fallout, also unbedingt mit einem Glitter Primer arbeiten. Und das Ganze kommt jetzt auch noch in den Inner Corner Bereich, wo ich mit dem Glitter Primer gearbeitet habe. Und dann bleibt alles an Ort und Stelle. So, ihr Lieben, wie ihr seht, der Look ist fast fertig. Ich habe hinter der Kamera jetzt schnell ein bisschen gezaubert. Und zwar habe ich meine geliebten MAC Lashes aufgesetzt, weil ich immer keinen Bock habe, mich abends
so krass von der Mascara zu befreien. Und dann dauert das alles immer ewig. Dann nehme ich immer super gerne meine magnetischen Wimpern von MAC Lashes. Und diesmal trage ich den Stil Black Mocha. Ich verlinke dir hier oben gerne mal eines meiner letzten Videos dazu. Da erkläre ich ausführlich, wie das Ganze funktioniert. Denn jetzt widmen wir uns dem letzten Step dieses Herbst-Make-ups, Lippen. Leute, ich kann mich gar nicht entscheiden. Mich haben so viele schöne Sachen erreicht, unter anderem halt Neuheiten von Purish. Ich zeige euch mal, was ich die ganze Zeit hier wild zwischen den Fingern halte. Es handelt sich dabei um wunderschöne Lipsticks von Misauda. Wow, also allein das Packaging finde ich wunderschön. Schwarz mit so einem magnetischen Verschluss. Also die Verpackung macht echt was her. Hier habe ich die Farbe... Hallo? Hier habe ich die Farbe Statement. Das ist wirklich ein richtig toller hautfarbener Ton, möchte ich ihn fast nennen. Wir swatchen den jetzt einfach mal. Er ist super cremig. Und die riechen ganz leicht, angenehm, süßlich. Also sehr angenehm. Ich zeige euch mal, wie der Lippenstift aussieht. Da ist auch nochmal so ein kleines M aufgestanzt. Sehr, sehr cool. Für den Preis könnt ihr euch die Farbrange da gerne mal anschauen. Das lohnt sich, glaube ich. Da gibt es außergewöhnliche, schöne Farben. Das ist jetzt hier die Nummer 208 Temptation. Das sind matte Lippenstifte, aber sie wirken auf den ersten Blick jetzt nicht austrocknend. Also sie haben eine sehr cremige, geschmeidige Textur. Und ich finde, beide Lippenstifte würden jetzt sehr gut zu diesem Look passen. Und wir haben noch einen dritten Kandidaten. Und zwar gibt es von Nabla neue Shaper. Shaper? Close-Up Lip Shaper, ja. Ich habe schon ein paar Farben hier und das sind jetzt zwei neue oder drei neuere Varianten, die jetzt vor einigen Wochen rausgekommen sind, speziell jetzt für den Herbst. Sehr, sehr schön. Und eventuell kommt da noch was anderes von Nabla bald auf uns drauf zu für den Bereich. Mal sehen. Und dieser Kandidat, der würde jetzt auch sehr schön passen, denn zu so einem grünlich angehauchten Smoky Eye passen natürlich auch etwas rötlichere Lippen. Und ich glaube, der wird es heute einfach mal. Die anderen beiden, die benutze ich dann mal zu einem noch farbenfroheren Augen-Make-up, aber heute wird es, glaube ich, der hier. Die Lip Shaper liebe ich von Nabla, die eignen sich wunderbar, um die Lippenkontur nachzuziehen. Sie geben sofort Pigment ab, bleiben an Ort und Stelle und ihr könnt damit auch wunderbar eure Lippen komplett ausfüllen. Und genau das habe ich vor. Ich habe hier übrigens die Farbe Hashtag 4,5. Und das, gute Schätzchen, kommt jetzt auf die Lippen. Misauda muss jetzt warten. Irgendwann, Leute, sehen wir uns nochmal. Zum krönenden Abschluss kommt jetzt noch das Spray von Linda drauf. LH Cosmetics Onset Prep Fix and Refresh Setting Spray. Hier ist auf jeden Fall Parfüm drin. Ich mag den Duft aber, nur dass ihr es wisst. You are the creator. Multitasking Setting Spray with a soft glowy finish. Es ist angereichert mit einem kühlenden, pflegenden, feuchtigkeitsspendenden und antioxidierenden Inhaltsstoffen, um eure Haut zu schützen. Ich muss gerade übersetzen. Und es schützt auch gegen Blaulicht. Ihr könnt es als Primer verwenden, als Setting Spray oder als Daily Refreshing Mist. Also auch wieder diese Multi-Use-Sache, die sie in ihren anderen Produkten halt auch schon bewirbt. Ein wunderbarer Sprühnebel kommt daraus. Und halt auch ein Nebel, ne? Kein Spritzer, sondern Nebel. Ich liebe dieses Spray. Ich habe das jetzt schon mehrfach verwendet, auch als Primer. Vorhin, um mein Beauty-Schwämmchen anzusprühen, das hatte ich euch ja auch schon gezeigt. Und jetzt kommen wir mal zum Final Look. Ich hole euch nochmal näher ran. Ihr könnt diesen Look nochmal bestaunen. Und die natürlich auch super gern in den Kommentaren bewerten. Und dann kommen wir zu einem abschließenden Fazit. So, jetzt macht Mutti die Haare auf, denn jetzt wird's wild. So, ihr lieben Freaks and Friends, beenden wir das Ganze mal mit einem abschließenden Fazit.
wie ich es gerade schon ankündigte. Wir fangen mal ganz vorne an mit den Face-Produkten, die ich am Anfang verwendet habe. Der neue Sponge ist eingezogen von LH Cosmetics und ich mag ihn. Ich liebe das Handling, er ist nicht so groß, er lässt sich wunderbar einfach handhaben, auch für kleinere, präzisere Stellen und Applikationen, aber auch großflächig für Make-up. Den finde ich wirklich klasse, den könnt ihr euch mal anschauen. Linda hat auch ganz tolle Pinsel. Einer ihrer Pinsel ist mein allerliebster Eyeliner-Pinsel, den sehe ich gerade hier, den kann ich euch sogar mal zeigen. Das ist der hier mit so einem schicken Holzgriff, seht ihr das? Also ein ganz, ganz präziser Eyeliner, so ein Angled Brush ist das. Ich habe keinen besseren in meiner Sammlung. Und sie hat auch ein Pinselset auf Purish zur Verfügung, das könnt ihr euch auch mal anschauen. Das Setting Spray, dazu hatte ich schon was gesagt. Wenn ihr auf parfümierte Produkte steht und das nicht so schlimm findet, dann könnt ihr euch das mal anschauen. Ich habe das Gefühl, dass das Make-up mit der Haut sehr schön verschmelzen lässt, sich einarbeiten lässt oder ja die Produkte in die Haut einarbeiten lässt. Es setzt sich dann abschließend schön auf und fixiert das Make-up. Das ist jedenfalls mein Gefühl zu diesem Produkt. Dann kam ja dieses Filterpuder. Das finde ich sehr gut. Besonders den Blur-Effekt fand ich phänomenal. Und ich bin auch immer noch ja, relativ abmattiert. Also so langsam geht es hier oben wieder los. Ich glaube, ihr seht das. Also es gibt bestimmt bessere Mattierungspuder, aber der Blur-Effekt ist sehr gut. Und ich finde, für den Preis ist das in Ordnung. Wir machen weiter mit dem Blush, weil es hier gerade so schön liegt. Sigma sollte man sich anschauen. Sigma steht für Qualität. Und ich habe vorhin auch versucht, diesen Blush von meiner Handfläche abzuwischen. Abzurubbeln. Ich musste ordentlich schrubben. Das verspricht ja auch einen langen Halt und ich glaube, damit hat Sigma keine zu hohen Versprechen gemacht. Ich mag den Ton, ich mag die Performance, den Auftrag und ja, das könnt ihr euch super gern mal anschauen. Es gibt auch, wie gesagt, Bronzer und Highlighter aus dieser Serie oder auch ganz viele Pinsel von Sigma. Die sind ja auch sehr bekannt für ihre Pinsel. Zum Nabla Brow Fix Gel habe ich schon was gesagt während des Auftrags, warum ich das für sehr gut erachte. Machen wir weiter mit dem Infinity Highlighter. Ich liebe den Ton, ich liebe die Performance. Es hat sich sehr schön, wie ihr seht, in die Haut eingearbeitet. Und ich finde, es ist ein sehr, sehr natürlicher, subtiler, erwachsener Glow. Also es sieht sehr hochwertig aus, aber die Verpackung finde ich halt ultra blöd, ne? Da hätte man ruhig mal mit mehr Kavum um die Ecke kommen können, damit man sich auch so denkt, ja, dafür gebe ich ruhig die knapp über 20 Euro aus, ne? Also wenn man jetzt nur so das kleine arme Fännchen hier so sieht, dann denkt man sich so, okay. Da hätte man ein bisschen dran arbeiten können, aber vielleicht kommt das ja noch. Die Lidschattenpalette, die neue Reload-Palette. Die Frage ist, ob man für so viel Geld so eine Lidschattenpalette halt haben möchte. Wenn das genau euer Farbspektrum ist, dann würde ich sagen, schlag zu. Ich bin davon überzeugt, dass die Produkte, dass die Lidschatten, die ich heute verwendet habe, sehr gut performt haben. Es ist jetzt aber keine außergewöhnliche Lidschattenpalette. Ist aber auch kaum noch möglich. Schaut euch mal den Markt an. Er ist übersättigt mit Lidschattenpaletten, mit Kosmetikartikeln. Wie soll man es da noch schaffen, irgendwas auf den Markt zu bringen, was die Leute vom Hocker haut? Das ist sehr, sehr schwer. Und vor allen Dingen auch eine gewisse Reichweite mit seinen Produkten zu erzielen, die viele Menschen auch anspricht und nicht nur wirklich eine kleine Nische. Und ich finde, da hat Linda einfach eine sehr schöne Komposition kreiert, die nahezu viele Geschmäcker, glaube ich, treffen kann. Denn ihr habt hier wärmere Farben drin, ihr habt einige Schimmertöne drin, ihr habt keine Glittertöne dabei. Also es ist nichts Krasses. Ihr könnt damit sehr viele subtile Alltagslooks schminken, aber auch etwas kräftigere Herbstlooks, wie ihr das seht. Und deswegen würde ich sagen, ist die Palette ein gelungenes Schätzchen. Und wenn man Linda Hallberg-Fan ist, dann möchte man darüber auch kein weiteres Wort verlieren. Diese Palette finde ich aber auch sehr gelungen. Auch wenn es nur 4 Farben sind, bin ich ein absoluter Glitterfreund. Ich liebe solche außergewöhnlichen Shades und deswegen war für mich klar, dass das Schätzchen in meiner Sammlung natürlich nicht fehlen darf. Ihr habt die Swatches gesehen, ihr habt die Performance des einen Tons, den ich heute verwendet habe, gesehen. Die anderen performen ähnlich sehr gut in meinen Augen. Also falls euch die anspricht und ich euch vielleicht mit diesem Look überzeugen konnte, es warten da so einige Deals im November auf euch bei Purish. Das hatte ich ja schon angeteasert. Mein Code Peggy15 gilt im gesamten November auf LH Cosmetics. Aber vielleicht gibt es ja noch mehr Rabatt. Vielleicht zum Singles Day am 11.11. oder auch ab der Black Week ab dem 20.11. um 18 Uhr. Wir werden es sehen. Der Close-Up Lip Shaper.
Ich glaube, ihr konntet es gut verfolgen. Der hat unglaubliche Power. Ich mag die Performance dieser Lip Shaper. Sie sind nicht austrocknend, sie sind langanhaltend. Und man bekommt einfach das für sein Geld, was man sich von diesen Lip Shapern, glaube ich, erhofft. Und das macht diese Lip Shaper, um es nochmal zu sagen, für mich zu einem sehr guten Produkt. Es war mehr ein inneres Blumenpflücken. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderbaren November. Wir sehen uns ganz bald wieder hier auf diesem Kanal. Ich wünsche euch eine wunderbare Zeit. Bleibt gesund und munter. Bis bald. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei wart. Macht's gut. Ciao.